Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten kleinen Let's Play. Wir spielen heute Reality. Es ist ein Horrorspiel, also habe ich zumindest gelesen. Im Moment sieht es hier noch ganz harmlos aus im Menü. Jedenfalls, ich habe vorhin mal so ein bisschen an den Einstellungen herumgespielt und man kann weder die Musik noch den Sound irgendwie leiser oder lauter machen. Man kann auch nicht auf Pause drücken. Das heißt, ich bin gespannt, wie lange das Ganze geht. Also wir werden eine Taschenlampe haben. Hier F für Taschenlampe und E to interact. Bin mal gespannt. Lassen wir uns überraschen, würde ich mal sagen. Und ich starte jetzt. Ah, okay, wir sind gleich da, wo das Menüfenster war. Wir stehen scheinbar an einem Berg. Und es sieht strange aus. Also es ist, ich weiß nicht, halt total überlichtet. Vielleicht ist es auch, nee, es ist kein Nebel, das ist überlichtet. Von der Sonne. Was mir gleich mal auffällt, die Tannenbäume, die sehen sehr kindlich aus. Also so, ich erinnere mich gerade so ein bisschen an die Tannenbäume von Lego. Oder waren das Tannenbäume? Ne, das waren diese runden, die sahen auch so aus. So dieses übereinander geschichtet. Wir haben hier ein Haus, aber ich weiß nicht, ob wir da rein sollen oder nicht. So, ich... Okay, also ich habe keine Lust, hier ewig durch die Gegend zu laufen. Es wäre sicher mal ganz interessant, aber da oben ist auch irgendwas. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Ich gehe jetzt einfach mal in das Haus hier rein, wenn das sich schon so anbietet und direkt gegenüber liegt. So. Hier ist nichts weiter drin, außer... Was? Reality? Kindergarten? Casualties? Terrorists? Hostages? That... Oh. Und da wurde der Bildschirm schwarz. Kann ich Taschenlampe... Ja, ich kann Taschenlampe anmachen. Kindergarten, das stand gerade noch mit dabei, aber ich konnte auch nichts auswählen. Okay, wir sind in einem ziemlich bizarren Kindergarten. Der Sound, den ihr gerade hört, also ich höre den genauso, der stockt nicht oder so. Der ist scheinbar einfach so. Oh, der Sound, der ist echt furchtbar. Kann man da durch? Nein. Okay, erstmal einfach nur umschauen. Aber das sieht genauso aus wie der Raum davor auch. Ich habe übrigens keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Dann das stand nicht in der Beschreibung. Ach, da waren wir ja eben gerade drin. Haben wir ja gestartet. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Warte, man kann sich eigentlich nur an der Decke orientieren, ob man gerade läuft oder nicht. Weil wenn man hier unten guckt... Das sieht schon wieder gleich aus. Aber die Türen lassen sich nicht öffnen. Ich hier schon. Da fängt es schon an mit. Oh. Okay. Okay, ich gehe wieder. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich heraus. Ach, wir laufen wieder zurück. Ich will es auch gar nicht wirklich herausfinden. Und da waren wir ja jetzt. Glaube ich auch schon drin. Ich weiß nicht, ich fürchte, die Räume sehen hier alle gleich aus. Was zur Hölle?
Oder war er weg? Oh, bleibt dieses Rauschen jetzt die ganze Zeit? Hä? Es klang gerade wie eine Tür, aber ich habe jetzt... Da ist schon wieder so einer. Was passiert, wenn ich den berühre? Another innocence written of this world. Okay. Das sagt mir aber immer noch nicht, was ich tun soll. Muss mal ganz kurz unterbrechen, mir läuft nämlich die Nase. Fängt ja gut an. Ist da gerade jemand vorbeigelaufen? Entschuldigt. Entschuldigt, musste gerade mal meine Nase putzen. Okay. War ich da jetzt schon drin, in dem da drüben? Ich glaube, die Räume sehen aber alle... Ah nee, das ist zu, okay. Ich glaube, die Räume sind alle gleich. Ich weiß ja nicht. Hier können wir... scheinbar nicht rein. Also ich kann die Tür hier nicht irgendwie bewegen oder öffnen. Da seht ihr das? Der Türgriff, der ist... Aber nur, wenn ich mich bewege. Weiß nicht, was das sein soll. Ein bisschen Gänsehaut habe ich ja schon. Das macht aber dieser Sound, ne? Ich... Also vom Spiel her geht's gerade noch, aber dieser Sound, der ist echt, der macht einen so ein bisschen kirre nach einer Zeit. Nicht. Ich habe vor allem jetzt gerade Bedenken, dass ich immer wieder hin und her laufe. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass ich die Richtungen jetzt verwechsel. Ich habe einen Orientierungssinn wie einen Maulwurf. Nein, die haben ja einen guten Orientierungssinn. Nee, ich glaube von... Nee, da waren wir noch nicht. Was ist das? Weiß nicht, ob es da weitergeht. Ich gucke jetzt erst noch mal hier. Oh! Oh Mann, ey, mit so einem billigen Trick hier, mit einfach einem blöden Sound, dass irgendwas wackelt, kriegt man mich. Oh, scheiße. Nee, 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 da gehe ich nicht mehr hin. Und tschüss. Ich guck jetzt mal, ob man da durchkommt. Oh Gott, ey. Ich habe noch immer einen richtigen Schauer, der mir über den Rücken läuft. So, kann ich da irgendwas machen? Ich kann da einfach durchlaufen. Ich hab Angst. Ich weiß nicht, so mit den... Oh, guck mal, da guckt's durch. Fehler gefunden. Ohne Mist, ne, mit den Treppengängen, da muss ich immer an diesen... Oh, ich weiß nicht mehr, wer... diesen Treppensimulator denken. Was ist das? Ich hab Gänsehaut. Ich trau mich nicht. Bewegt sich das auf uns zu? Nee, ne? Oh, Alter, der Sound ist so Horror. Ohne Scheiße. Ich hab grad so Schiss. Da ist nix. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Da sind die Türen zu. Kann ich die aufmachen? Nein. Oh, Leute, so langsam kriege ich so richtig, richtig Schiss. Hä? Ah, da bin ich wieder im Treppenhaus. Wir kamen von oben. Soll ich hoch oder runter? Also eigentlich laufe ich ja immer lieber hoch, aber...
Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Tür. Kann ich die aufmachen? Nein, kann ich natürlich nicht. Wäre ja zu schön gewesen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir hier einfach nur entkommen. Oh, ich häng. Nee. Hä? Ich kann hier nicht runter. Hier ist eine unsichtbare Wand. Da sind diese zwei Türen so offen, aber ich traue mich da ehrlich gesagt nicht wirklich lang. Ich will noch mal gucken, ob wir da bei den Treppen wieder, ob wir da runter können. Ich weiß ja nicht mal, in welchem Stockwerk wir sind. Kann ich hier runter? Nein, hier ist auch eine unsichtbare Wand. Also wir müssen den Gruselgang lang gehen. Spannung, keine Aufregung. Meine CPU meckert gerade. Und jetzt? Kann ich die Taschenlampe an... Ne, Taschenlampe... Taschenlampe kann ich nicht anmachen. Müssen wir da ins weiße Licht gehen? Haben wir es dann geschafft? Was zur Hölle? Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht mal, mich umzudrehen. Ich gehe jetzt einfach. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich will hier raus. Alter, was ist das? Nee, was ist das? Was ist das? Kann ich hier irgendwie durch? Wir sind jetzt wieder draußen auf der Karte. Ach, guck mal, da ist ein anderer Baum. Hat der was zu bedeuten? Boah, was ist das für ein krankes Spiel? Okay, wir gehen jetzt einfach mal... Ich schätze mal, dass wir da hoch müssen. Das ist, glaube ich... Ist das das, was wir vorhin gesehen haben? Da ist ein See. Oh, die Musik, die ist so tierisch laut. Aber ich kann die nicht leiser machen. Ich habe es jetzt schon über das Aufnahmeprogramm versucht, aber... Kann man da irgendwie was machen? Was passiert, wenn man ins Wasser geht? Gar nichts. Okay. Wir haben auch keinen Körper, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ich habe das Gefühl, wir kommen da nicht hoch. Aber wo sollen wir denn sonst hin?